Du bist wieder fit, deine Verletzung ist ausgeheilt und du kannst wieder ins Training einsteigen. Wie schaffst du es aber jetzt, wieder den Kopf frei zu bekommen? Gerade nach einer längeren Verletzung ist es häufig schwierig, wirklich befreit ins Training und gerade auch in die Spiele danach wieder einzusteigen. Denn die Verletzung ist natürlich noch sehr präsent und auch die Angst, dich wieder zu verletzen, ist immer noch sehr präsent. Wie kannst du das also umgehen? Wie kannst du diese Angst vielleicht loslassen und wirklich wieder den Kopf frei bekommen? Der erste Schritt ist tatsächlich Geduld. Ja, ich weiß, du warst wahrscheinlich die letzten Wochen oder Monate schon extrem geduldig und hast auf dein Comeback gewartet. Aber gerade diese letzte Geduldsphase ist mit die wichtigste. Denn du solltest jetzt nicht von dir erwarten, dass du direkt wieder mit 100% einsteigst, dass du direkt wieder in der ersten Trainingseinheit zurück bist bei deiner Bestform, sondern gib dir hier wirklich die Zeit, dich zurückzufinden und dich konstant zu steigern. Der zweite ganz, ganz wichtige Tipp ist, dich vor allem auf den positiven Verlauf deiner Trainingseinheiten und Spiele zu konzentrieren. Gerade nach einer schwereren Verletzung ist immer wieder dieser Gedanke präsent, was passiert, wenn ich mich wieder verletze. Das ist aber eine Version deiner Zukunft, die sich nur damit beschäftigt, dass du wieder dieselben Erfahrungen machst, dass du dich wieder verletzt, dass du wieder Wochen oder auch Monate pausieren musst. Also konzentriere dich aktiv darauf, dass es auch eine andere Version deiner Zukunft gibt und dass es auch Trainingseinheiten geben kann, in denen du einfach voller Selbstvertrauen und voller Sicherheit und mit Leichtigkeit spielen kannst, in der du dich nicht nochmal verletzt, in der du dich weiter verbesserst und dir immer mehr wieder die Sicherheit und auch das Vertrauen in deinen Körper zurückholst. Dafür ist vor allem auch der dritte Step extrem wichtig, nämlich dass du nicht nur die Momente wahrnimmst, in denen vielleicht deine vorher verletzte Körperstelle oder die vorher verletzte Körperregion noch Schmerzen bereitet, sondern dass du auch die Momente wahrnimmst, in denen sich dein Körper gut anfühlt. Gehen wir zum Beispiel mal davon aus, du hast dich am Knie verletzt und du bist wieder fit, dein Knie ist ausgeheilt und du steigst wieder ins Training ein. Häufig sind wir dann mit unserem Fokus so sehr bei unserem vorher verletzten Knie, dass wir jedes kleine Zwicken als ein negatives Signal wahrnehmen. Jedes kleine Zwicken löst bei dir die Angst aus, dich wieder zu verletzen, wieder Wochen oder Monate zu pausieren. Abseits dieser kleinen Momente gibt es aber ganz viele Momente, in denen sich dein Knie gut anfühlt, in denen du Sicherheit hast, in denen du die Stärke in deinem Knie wieder spürst und die dir Selbstvertrauen und Sicherheit geben können. Also achte vor allem auch auf diese Momente, in denen sich dein Knie oder deine verletzte Stelle oder vorher verletzte Stelle wieder richtig gut anfühlt. Und der letzte Tipp dafür ist vor allem auch, diesen Prozess mit aktivem Mentaltraining und aktiven Visualisierungen zu unterstützen. Denn du kannst immer wieder in diese Version deiner Zukunft reinspringen und dir wie in einem Kopfkino einfach vorstellen, wie du zurück bist im Training, zurück bist auf dem Spielfeld und wieder zu deiner Bestform findest. Wie du voller Leichtigkeit, voller Stärke und Sicherheit in die Trainingseinheiten und die Spiele gehen kannst, wie sich dein ganzer Körper wieder sicher anfühlt und du zu alter Stärke zurückfindest, beziehungsweise im Optimalfall sogar noch besser wirst als je zuvor. Das heißt, auch hier beginnt der Erfolg deines Comebacks natürlich wieder im Kopf und mit diesen vier einfachen Schritten kannst du dich immer wieder dabei supporten, dein Comeback nochmal leichter zu machen. Also gib dir auf jeden Fall diese Geduld, gib dir die Zeit, wieder reinzufinden und dich konstant zu steigern. Achte vor allem auch darauf, in welchen Situationen sich deine vorher verletzte Körperregion wieder richtig stark und geheilt anfühlt. Denk immer wieder bewusst an die positive Version deiner Zukunft und denk daran, dass es auch eine Zukunft gibt, in der du einfach voller Stärke, voller Sicherheit und mit 100% körperlicher Fitness spielen kannst und unterstütz dich selbst, indem du dir immer wieder in einer Visualisierung vorstellst, wie du genau das erreichst, wie du zurück bist auf dem Spielfeld, zurückfindest zu deiner Bestform und im Optimalfall vielleicht sogar noch besser und noch stärker zurückkommst als davor. Du hast dich gerade verletzt und willst dich mit dem Comeback-Programm zurückkämpfen? Hier sind die wichtigsten mentalen Tipps, um dich dabei zu unterstützen. Tipp Nummer 1, akzeptiere die Situation so, wie sie jetzt gerade ist. Akzeptanz bringt dich immer wieder zurück zur inneren Ruhe. Also stell dir nicht die Frage, warum das ausgerechnet dir passiert ist und warum du dich verletzt hast, sondern stell dir die Frage, wie du jetzt das Beste aus der Situation machen kannst. Tipp Nummer 2, setz dir möglichst viele kleine Ziele. Fokussiere dich nicht nur auf das langfristige Ziel, wieder zurück ins Training und Spiel zu kommen, sondern setz dir kleine Ziele, die du auf täglicher und wöchentlicher Ebene erreichen kannst.
Und Tipp Nummer 3, nutz aktives Mentaltraining, um deine Heilung zu unterstützen. Das heißt, stell dir wirklich vor, wie die Stellen deines Körpers, die jetzt gerade noch verletzt sind, wieder heilen, um deine Heilungsprozesse zu unterstützen und deinem Körper dabei zu helfen, wieder fit zu werden. Deine Verletzungsphase ist vorüber und du willst jetzt wieder ins Training einsteigen und befreit aufspielen. Hier sind die besten mentalen Strategien, um wieder den Kopf frei zu bekommen und zurück zu deiner Bestform zu finden. Tipp Nummer 1, hab Geduld. Gib dir die Zeit, um dich konstant wieder zu steigern und erwarte nicht, dass du direkt wieder mit 100% einsteigst. Tipp Nummer 2, visualisiere bewusst diese Version, in der du wieder zu alter Stärke findest und achte darauf, dass du dich nicht von der Angst, dich wieder zu verletzen, nach vorn treiben lässt oder dass du diese Angst zu sehr in den Vordergrund stellst. Das heißt, fokussiere dich wirklich auf den positiven Verlauf deines Comebacks. Und Tipp Nummer 3, achte nicht auf jedes kleine Zwicken in deinem Körper, sondern achte vor allem auf die Momente, in denen sich dein Körper und auch die vorher verletzte Stelle wieder stark anfühlt, wieder fit anfühlt, weil das ist das Signal, das du brauchst, um wieder Stärke und Sicherheit zu entwickeln. Du willst dich konstant weiterentwickeln, hast aber immer wieder das Gefühl, keine Fortschritte zu machen? Dann hör auf, deine eigene Entwicklung immer nur von Tag zu Tag oder von Trainingseinheit zu Trainingseinheit zu bewerten. Gerade in diesem kurzen Zeitraum von Tag zu Tag kann deine Leistung durch viele externe Faktoren immer wieder extrem schwanken. Achte also lieber mal darauf, wie du dich in den letzten Wochen oder vielleicht sogar auch in den letzten 1, 2, 3 Monaten weiterentwickelt hast. Denn genau dieser langfristige Trend gibt dir Ausschluss darauf, das ist so, glaube ich, grammatisch nicht richtig. Nee. Okay, kriegen wir anders hin. Ja. Ja, okay, nochmal. Tipps und Tricks zum Performance-Training, die zweite und bitte. Du willst dich konstant weiterentwickeln, hast aber immer wieder das Gefühl, keine Fortschritte zu machen. Dann hör auf, deine eigene Entwicklung immer nur von Tag zu Tag oder von Trainingseinheit zu Trainingseinheit zu bewerten. Denn gerade über diesen kurzen Zeitraum kann deine Leistung durch viele externe Faktoren immer wieder extrem schwanken. Achte also viel lieber darauf, wie du dich in den letzten Wochen oder vielleicht sogar auch in den letzten 1, 3 oder sogar 6 Monaten weiterentwickelt hast. Denn genau dieser langfristige Trend zeigt dir, ob du dich in die richtige Richtung entwickelst und wie du dich wirklich verbessert hast. Du hast heute ein besonders hartes Workout vor dir und dir fehlt gerade die Motivation. Dann erinnere dich immer mal wieder daran, warum du eigentlich dieses Trainingsprogramm durchziehen willst, warum du dich eigentlich verbessern willst. Dein Warum ist dieses große Ziel dahinter, das du eigentlich verwirklichen und erreichen willst. Und dein Warum kann dir gerade in solchen Momenten immer wieder neue Energie und neue Motivation geben, um dich trotzdem durch diese Trainingseinheit durchzupushen. Du willst langfristig deinen Fokus und deine Konzentration im Spiel verbessern? Dann nutz deine Trainingseinheiten, um aktiv genau an diesen beiden Faktoren zu arbeiten. Das heißt, lass dich nicht in deinen Trainingseinheiten von außen ablenken, um die Zeit oder die Anstrengung zu verringern, sondern fokussiere dich komplett auf deine Trainingseinheit und versuch in jeder einzelnen Übung mit deiner kompletten Konzentration bei dieser Übung zu bleiben. Und so kannst du immer wieder während deiner Trainingseinheiten an deinem Fokus oder deiner Konzentration arbeiten. Gerade nach einer längeren Pause kann es immer wieder schwieriger sein, reinzufinden, wieder zu deiner Bestform zu finden und auch wieder diese Lockerheit und diese Leichtigkeit auf dem Platz zu haben, die du dir gerne wünschst. Völlig egal, ob du durch eine lange Verletzung raus warst oder ob du einfach nur durch äußere Faktoren, wie zum Beispiel jetzt die längere Spielpause, einfach nicht die Möglichkeit hattest, Spielpraxis zu sammeln. Und vielleicht bist du sogar auch gerade wieder in die Saison eingestiegen und hattest nicht den allerbesten Saisonstart, weil dir einfach zu einem gewissen Maße das Selbstvertrauen fehlt, weil dir die Leichtigkeit fehlt, weil dir die Lockerheit fehlt. Und genau das wollen wir jetzt ändern. Genau das will ich zusammen mit dir und mit euch ändern. Denn wir werden in einem gemeinsamen Mentaltrainingsworkshop genau an diesen Faktoren arbeiten. Ach, come on. Alles cool. Ist geil. Okay. Und bitte. Gerade nach einer langen Pause kann es immer wieder schwierig sein, zurück zu deiner Bestform zu finden und wieder diese Lockerheit und diese Leichtigkeit auf dem Platz zu haben, die du vielleicht aus der Vergangenheit gewohnt bist. Egal, ob du nach einer langen Verletzung zurückkommst oder ob du durch äußere Faktoren wie die aktuell längere Spielpause wieder ins Training einsteigst und wieder deine Form finden musst.
Häufig gehst du zurück aufs Spielfeld und vieles fühlt sich einfach ein bisschen verkrampft an. Vielleicht bist du sogar schon in die Saison reingestartet und hattest nicht den besten Saisonstart, weil du ein gewisses Maß an Unsicherheit hast, weil dir die Lockerheit fehlt und du in vielen Momenten einfach nicht diese Spielpraxis und auch nicht dieses Selbstvertrauen, diese Sicherheit hast. Doch genau das wollen wir gemeinsam mit dir, gemeinsam mit euch in der Community ändern. In einem gemeinsamen Mentaltrainingsworkshop werden wir genau daran arbeiten, dass du wieder die mentale Leichtigkeit findest, dass du wieder dieses Selbstvertrauen findest, die Sicherheit findest, die du brauchst, um einfach rauszugehen aufs Spielfeld und dein bestes Spiel zu spielen. Das heißt, du kannst dich einfach jetzt komplett kostenfrei für den Workshop anmelden. Das ist mein Geschenk an dich, beziehungsweise unser Geschenk an euch, dass du einfach komplett kostenfrei bei diesem Workshop dabei sein kannst und am Ende selbst entscheidest, was war dir dieser Workshop wert. Das heißt, wir schenken dir den Workshop, du entscheidest danach einfach, was war dir das Ganze wert nach dem Modell Pay What You Want und du hast die Möglichkeit, in diesem Workshop wirklich nochmal intensiv an deiner mentalen Stärke zu arbeiten, an deinem Selbstvertrauen, an deiner Sicherheit und dir genau diese mentale Sicherheit zu holen, die du brauchst, um rauszugehen, dein bestes Spiel zu spielen und eine erfolgreiche Saison zu haben. Das heißt, melde dich jetzt einfach an, sei dabei und dann freue ich mich auf den gemeinsamen Workshop. Am Ende wird das Spiel immer im Kopf gewonnen. Egal wie gut du vorbereitet bist, wenn du im Moment des Spiels nicht deine Bestleistung abrufen kannst und nicht mental ready bist, wirst du immer wieder Schwierigkeiten bekommen. Um das zu ändern, kannst du ab sofort in der ProMind Academy auf ein komplettes mentales Trainingscenter zurückgreifen und mental trainieren wie die besten Athleten der Welt. Du hast immer wieder die Möglichkeit, dich konstant weiterzuentwickeln, neue mentale Impulse zu bekommen und auch mit mir aktiv als Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Also nutz jetzt die Chance, sichere dir die ProMind Academy. 2 Wochen kannst du das Ganze komplett kostenfrei testen und gemeinsam mit mir, gemeinsam mit der Community dich mental weiterentwickeln und dich nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level bringen.